Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft und willkommen zu einer weiteren Folge Create Live 5. Ich habe eure Feedbacks gelesen in den Kommentaren und ihr habt euch gewünscht, dass ich euch mal mehr erkläre und zeige, wie genau man eine Fabrik baut und was ich genau mache, damit eine Fabrik funktioniert. Aber was ich jetzt gerade mache, ist, ich bin jetzt gerade live auf Twitch mit den ganzen netten Menschen, die euch alle herzlich zu diesem Video begrüßen. Unterstützt ihr das Ganze gerne auch, seid live mit dabei, abonniert den YouTube-Kanal, denn wir sind kurz vor den 400.000 Abonnenten und überlegt, ob das Video einen Daumen hoch verdient hat oder nicht. Ich möchte mir nämlich ein bisschen Mühe heute geben, euch versuchen zu erklären, wie die Fabrik für Ketchup und Mayo funktioniert. Ich versuche es auch ein bisschen so zu erklären, dass die Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Create haben, verstehen, was man da zu tun hat. Also wir sind in einer Skyblock-Welt, das heißt, wir haben alle Ressourcen irgendwie schon mal hergestellt. Man kann alles herstellen aus einem Baum. Ihr müsst euch vielleicht da mal ein bisschen einlesen, wie genau das funktioniert. Also wenn ihr gar keine Ahnung habt, wie man in Sky überhaupt spielt, solltet ihr euch ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber ich denke, dass ihr das habt. Dann gibt es dieses Item-Dings, das wir im Hintergrund haben. Dort kann ich zum Beispiel jetzt eingeben, hier unten in der Leiste, gebe ich ein Mayonnaise und erhalte hier die Information, wie Mayonnaise hergestellt wird. Wir sehen hier oben, es gibt immer verschiedene Wege, das herzustellen. Mayonnaise kann ich herstellen, indem ich sie zum Beispiel ausgieße oder crafte. Und dann sehe ich zum Beispiel, ja, ich brauche Salz, ich brauche Sojamilch, ich brauche Frittieröl. Und das Salz kann ich dann anklicken und sehe, wie ich das Salz mache und so weiter fort und so weiter und so fort. Okay, jetzt habe ich überlegt, welche Ressourcen brauche ich. Das heißt, ich bin erstmal im Kopf durchgegangen, was brauche ich alles in Items, um diese Sachen herzustellen. Die meisten Items werden schon auf dieser Insel produziert. So, die werden über dieses Förderband angeliefert. Das ist zum Beispiel hier Zuckerrohr, Tomaten, Brot oder Patties oder andere Sachen. Und die Sachen, die jetzt noch fehlen, die habe ich jetzt hier angepflanzt. Das heißt, ich habe hier ein Feld gebaut, auf dem die Sachen angepflanzt werden. Dieses Feld benötigt später Energie und damit dreht sich dann dieses Ding in der Mitte und erntet die ganze Zeit das Feld ab. Dann haben wir jetzt hier ein Förderband. Dieses Förderband soll später durch die ganze Fabrik durchgehen und alle Items transportieren. Das heißt, ich möchte gerne quasi so eine Art Hauptstraße bauen, in der alle Ressourcen, alle weiterverarbeiteten Items, also durch die ganze Fabrik durchgehen. Das ist so eine Art Netzwerk innerhalb der Fabrik. Hier möchte ich jetzt quasi Chutes dann bauen, das heißt, wir können hier so eine Art Slide bauen, eine Art Rutsche bauen für Items. Die angelieferten Items, die rutschen dann später hier durch, das heißt, ihr seht, wupp, die kommen hier rein, rutschen hier durch und landen dann später hier auf dem Fließband. Nicht nur die Items, die hier durchrutschen, landen auf dem Fließband, sondern wenn ich jetzt einen, ich muss gerade überlegen, ich glaube, in diesem Fall brauche ich das hier einen Brass Funnel, also quasi der schnelle, einen Funnel hier dran mache, dann kommen auch die Items aus der Farm. Das heißt, auf diesem Förderband später laufen alle Ressourcen drauf. So, und diese Ressourcen müssen jetzt weitergemacht werden. Ich fange mal mit dem leichteren an. Ich möchte gerne Ketchup herstellen. Das heißt, wir brauchen Wasser, wir brauchen Zucker, wir brauchen Crushed Netherwarzen und wir brauchen Tomatoes. Was haben wir? Wasser haben wir noch nicht, Zucker haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht, Tomatoes haben wir. Das ist auf diesem Förderband sind Tomatoes. Jetzt möchte ich gerne Crushed Netherwarzen bauen. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall, hier kommen Netherwarzen raus aus dieser Farm. Ich muss sie crushen, damit ich sie weiterverarbeiten kann. Das heißt, ich muss jetzt hier ein Crushing-System bauen, was sie automatisch crusht und wieder weiterverarbeitet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Ziel erreichen kann. Die einfachste Möglichkeit tatsächlich, eine wirklich simple Möglichkeit, ist, wir bauen uns eine Gearbox. So, zack. Das machen wir so, 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 so und so. Schließen die Gearbox gleich an das Förderband an. Haltet euch die mal kurz im Hintergrund, die Gearbox. Es kann sein, dass es heute auch, by the way, ein längeres Video wird. Aber egal, wir machen heute mal wirklich eine Spezialfolge. So, jetzt möchte ich gerne diese Energie hier runterleiten. Das heißt, ich möchte gerne diese Energie in das Förderband reinleiten. Das heißt, eigentlich brauche ich noch viel mehr Gearboxen. Also super viele kann ich tatsächlich nicht mehr herstellen. Das heißt, ich nehme mal die Gearbox, die wir haben. Zack, die lege ich mal so hier hin. Jetzt habe ich hier unsere Energie. Und die Energie, die muss ich mal ganz kurz eben in das Förderband da reinleiten. Einmal noch eine Gearbox hier und eine Gearbox hier. So, und unser Förderband läuft. Und glücklicherweise auch schon direkt in die richtige Richtung. Wunderschön. Ja, jetzt kommt diese Gearbox, von der ich gerade gesprochen habe. Wenn ich die mich jetzt hier hinsetze, dann gucken wir mal, wie sich... Nee, stopp, das ist falsch herum. Wenn ich die Gearbox so herumsetze, dann gucken wir mal, wie sich das Förderband hier dreht und läuft. Okay, leider in die falsche Richtung, ist aber egal. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und gucken wir, ob das hier in die richtige Richtung läuft. Nehmen wir es mal so. Ja, auch nicht in die richtige Richtung. Das Förderband macht gar nicht das, was ich will. Ich möchte, dass es in das Förderband reinläuft. Das macht die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Wobei, muss es nicht unbedingt. Das heißt, wir leiten dieses Förderband mal weiter. Und ich möchte gerne dann hier später ein Förderband haben, was hier zur Seite geht. Ich plane jetzt schon so ein bisschen den Aufbau dieser Fabrik in meinem Kopf. Zweites Förderband soll hier sein und ich würde jetzt gerne anschließen. Das heißt, ich muss dieses Förderband erweitern. Da kann ich das so machen. So, jetzt stimmt's. Jetzt stimmt alles. Wunderbar. Okay, und was wir nämlich jetzt machen können, ist... Wir können jetzt einen Millstone machen. Den Millstone, den kann ich nicht machen, weil uns dafür Materialien fehlen. Einen Moment. Okay, ich habe den Millstone organisiert. Wenn ich den nämlich jetzt hier hinstelle, auf diese Ecke, können wir
sofort was Raffiniertes machen. Wir können einmal hier an den Millstone dran diesen Brass Funnel machen. Und da brauchen wir noch, wir könnten jetzt theoretisch noch Walen Brass Funnel nehmen, weil es ein bisschen, aber ein bisschen zu OP ist. Reicht es auch, ein Andesit Funnel hier hinzumachen. Da, zack, wir müssen alles dafür da haben, um den herstellen zu können. Wundervoll. Den machen wir hier als Output rein. Und was wir jetzt da sagen ist, wir hätten gerne den gestellt auf Netherwarzen. Die sind alle noch nicht gewachsen. Netherwarzen wachsen doch unfassbar langsam. Also quasi ist gut, dass ich so ein großes Feld dafür mache. Aber die Idee ist quasi, hier gehen später Netherwarzen rein. Und das Ding soll sich drehen. Und hier sollen später Sachen rauskommen. Und die Energie müssten wir direkt beim Förderband ableiten können. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal eine Gearbox hinpacken. Und können anschließend das ganze Ding hier in den Millstone reinleiten. Das heißt, wenn jetzt ein Item wie Stein oder so hier entlang geht, dann läuft er weiter und geht in die Richtung weiter, so wie es möchte. Wenn jetzt allerdings Netherwarzen hier entlang laufen, dann werden sie in dem Millstone gecrushed und kommen direkt, wie ihr seht, hier als Crushed Netherwarzen raus. Das heißt, wir haben die erste Weiterverarbeitung ganz smart und sneaky in die Ecke gebaut. So, und dann geht's jetzt langsam weiter. Für den Ketchup brauchen wir außerdem die wichtigste Zutat, den Geschmacksverstärker schlechthin und damit auch die gefährlichste Droge der Welt, Zucker. Ja, ernsthaft, Leute. Ihr seid zuckersüchtig. Ob ihr es glaubt oder nicht, versucht mal Zucker wegzulassen. Ihr werdet merken, wie krass ihr Zucker braucht. Zucker, nehmt nicht zu viel Zucker zu euch. Das ist eine wichtige Lehre. Also reduziert es und versucht nicht so viel Säfte zu trinken. Ich glaube, da ist was dran an den Sachen, die ich sage. Okay, auf jeden Fall. Zucker brauchen wir und den stellen wir her aus Zuckerrohr. Müssen wir auch millen. Was wir jetzt machen können, ist so ein bisschen hier, so ein bisschen Five-Fat, so ein bisschen nachdenken. Das heißt, wir machen jetzt eine Förderbanderweiterung. Das heißt, wir nehmen das Belt so und so. Ich kann übrigens auf dem Förderband laufen, weil ich die sogenannten Copper Diving Boots anhabe. So, jetzt können wir den nächsten Millstone hier hinstellen. Sehr schön. Können jetzt hier den nächsten Funnel dran machen, der reingeht. Interessant. Doch, ja, muss man umstellen. Ich wollte gerade sagen, ja, genau, kann ich umstellen, dass er reingeht. Ich wollte gerade meckern und sagen, hey, warum geht er nicht rein? Und ich kann hier dann den Output dran setzen. Und ich muss auch hier wieder das ganze Ding irgendwie bepowern. Jetzt gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Ich denke, dann mache ich es tatsächlich so, wie wir es hatten. Wir machen eine Gearbox hier nach oben und powern das Ganze auch von dem Band. So, läuft. Und den Kollegen, den beauftragen wir jetzt, Zuckerrohr zu plätten. Das heißt, wir schnappen uns mal eben kurz eine Probe, ein Example. Das müssten wir hier finden. Wir haben einen unsichtbaren Spion hier. Wir hatten einen unsichtbaren Spion hier. Immer auf die richtige Zeitform achten, Leute. Das ist super wichtig. Wir haben da vorne, einmal hier an dem Item vorstellen. Wir müssen Zuckerrohr, da ist Zuckerrohr. Wundervoll. Ich nehme mir Zuckerrohr einmal mit, bevor der Häcksler den mitnimmt. Oh, schnell her damit. Okay, wunderbar. Häcksler kommt. Wunderbar. Lädt den Zuckerrohr hier ab. Sieht gut aus. Wir machen uns schleunigst mal wieder auf die andere Seite der Insel. Wir haben jetzt diese Grappling Hook. Die ist total praktisch. Seht ihr das? Eigentlich muss ich mal mehr damit anfangen zu arbeiten. Eigentlich ist die wirklich hilfreich. Mit dem Rucksack, mit dem ich herumklettern kann. So, können wir hier reinlegen und damit haben wir es. Das heißt, wenn jetzt Zuckerrohr auf diesem Band ist, wird aus dem Zuckerrohr Zucker gemacht. Wundervoll. Und damit haben wir alle Ressourcen, die wir brauchen. Wir machen sogar sehr viel Zucker. Das heißt, jetzt können wir Ketchup herstellen. Wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben die Tomaten. Das heißt, wir können jetzt hier die erste Maschine herstellen, die Ketchup macht. Da ist ein kleines Zahnrad. Das treibt ein großes Zahnrad an, wodurch sich das große Zahnrad langsamer dreht als das kleine Zahnrad. Das Ganze treibt diese Gearbox an. Diese Gearbox treibt dann einmal diese Achse an. Wir nehmen unseren Backpack runter, legen den Backpack hier hin, machen das hier, gehen da drauf und legen uns gut schlafen. Wunderschön. So, dann machen wir das Ganze hier hin und tschup. Und tschup. Und tschup. Sieht gut aus. Nee, beziehungsweise jetzt nicht ganz. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen wieder hier eine Gearbox hin. Und machen wieder hier ein kleines Zahnrad hin. Das kleine Zahnrad treibt das große Zahnrad hier an. Und damit dreht sich das ganze Ding hier oben. Zwar immer noch viel zu schnell, wie ich finde. Aber wenigstens schon mal in die richtige Richtung. Okay. Das heißt, wir müssen nochmal eine sogenannte Übersetzung. Das ist tatsächlich der Name für das Ganze hier. Eine sogenannte Übersetzung hier mit einbauen. Ich bin am Überlegen, ob ich die Übersetzung noch hier mit reinzimmere. Das ist auch gleiches Normal hier wieder. Kleines Zahnrad auf großes Zahnrad. Sieht vernünftig aus. Und dann müssen wir das Ganze wieder zurückleiten. Und in dem Fall werde ich das jetzt ganz primitiv und simpel im Kalri machen. Beziehungsweise wir können noch eine Übersetzung hier einbauen.
Das heißt, wieder kleines Zahnrad auf großes Zahnrad. Nur das Problem ist, dann dreht sich es immer noch in die falsche Richtung. Das ist halt schade, Banane. Das Tempo ist eigentlich ganz schön. Das ist ein gutes Tempo. Aber wir sehen, die ersten Items werden hier übergeben. Es funktioniert. Sehr nice. Und da wird auch das erste Zeug gedingst. So, Flocke. Flocke hat noch was. Hat sich alles erledigt. Also, das Ding dreht sich immer noch in die falsche Richtung. Damit sich das Ding in die richtige Richtung dreht, müssen wir nochmal entweder eine Gearbox einbauen oder ach, ich mache den einfachen Weg. Ich baue tatsächlich einfach nochmal eine Gearbox ein. So, eventuell brauchen wir nochmal Energie auf dem Boden. Dann können wir die Energie davon ableiten. So, perfekt. Bums. Jetzt dreht sich das Ding richtig und jetzt macht es auch die richtigen Sachen. So, wir sollten auf jeden Fall gleich einmal kurz dieses Zahnrad hier ausmachen für die Netherwarzen. So, damit quasi wir die Netherwarzen einmal kurz ansparen. Es werden ja die ganze Zeit Netherwarzen abgebaut, wir müssen uns die ansparen, damit wir sie immer neu einpflanzen können. So, wir gucken mal, dass das läuft. So, die Sachen kommen schon aufs Fließband. Wir sehen, jetzt sind hier schon mal, wie viele Netherwarzen drin? 17 Stück drin. Das heißt, wir können diese 17 Stück schon mal wieder anpflanzen. Wunderbar. Und dann müssen wir als nächstes die Mixerstraße bauen, die uns den Ketchup herstellt. Das würde ich alles hier machen. Jetzt muss ich mal ganz kurz eine Sache checken, denn ich glaube, wir brauchen wir brauchen Heated. Das heißt, wir müssen Blaze Burner haben. Das heißt, wir brauchen eine Wärmequelle. Und als beste Wärmequelle brauchen wir Lava. So, mit dem neuen Grappling Whist können wir ziemlich schnell uns bewegen, wie ihr seht quasi. Wenn man ein bisschen übt und das Ganze richtig macht, dann kann man, wenn man ein bisschen Glück hat, wie ihr seht, sehr, sehr schnell von A nach B kommen. Ich liebe dieses Ding. Okay, wir können jetzt einen Tank machen. Und der Plan ist jetzt, dass wir hier gleich eine kleine Lava-Produktion auf die Beine stellen. Deshalb ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir eigentlich hier noch diese Achsen haben, die noch nicht so schnell oder so langsam sind. Um das zu machen, brauchen wir Folgendes. Wir brauchen einmal ein paar Cauldrons, die wir hier so aufstellen. Und ich überlege gerade, ob wir das sogar noch effizienter lösen können. Ich würde es sogar noch mal effizienter machen. So, wir machen das so, dass wir die in zwei Reihen aufstellen. Dazwischen würde ich dann Pipes machen. Das müsste gehen, genau. Die connecten sich. Sehr schön. Wir machen immer Reihen A5 Stück. Okay. Dann bauen wir über die Reihen auf ein kleines Bassin. Und zwar so mit einem Abstand von einem Block. Genau. Und da kommt dann später Lava drauf und Dripstones kommen da drunter. Ich habe alles organisiert. Wir sehen Dripstones. Ich baue das mal eben schnell. So, die Livestream-Zuschauer sagten gerade, die haben den schönen Cut nicht. Ja, den habt ihr hier auf YouTube. Das ist der Vorteil, nämlich, dass man es jetzt auf YouTube sehen kann. Da hat man diese ganzen Cuts. So, Lava ist oben drin. Es müssen überall Quellen sein. Als nächstes baue ich jetzt hier einen Tank auf. Ich mache es mal direkt so. Ja, finde ich ganz cool. Den Tank, den setze ich, glaube ich, genau hier hin. So, absichtlich. Machen wir ein bisschen höher. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das hier... Das ist, glaube ich, nicht so eine schöne Idee, ne? Ja, das ist nicht so cool. Okay, wenn, dann machen wir es nochmal ein bisschen ordentlicher. Die Idee ist, dass ich später hier was durchleiten kann. Dann mache ich den Tank eventuell so hier hin, dass er sich nicht mit den anderen Sachen beißt. So, das wird später unser Lavatank sein. Damit jetzt die Lava in den Tank rein kann, müssen wir hier auf dieser Seite eine Pumpe einstellen. Und wir müssen eine Pumpe einstellen, die die Lava dann später aus dem Tank herauspumpt. Zwei Pumpen habe ich glücklicherweise. Die Pumpe, die rauspumpt, kann auch hier hingestellt werden. Kleiner so ein Tipp, weil die saugt 15 Blöcke und pusht 15 Blöcke. Deshalb, das muss man immer so ein bisschen vor Augen haben, wo die Pumpen am besten hingestellt werden. Und zu guter Letzt muss das Ganze noch irgendwie miteinander vernetzt werden. Ich weiß nicht, die Pumpen müssen alle nicht irre schnell operieren. Das ist Lava eh ein relativ langsames Ding. Und wir können zum Beispiel von hier aus die erste Pumpe ansteuern. Das Ganze läuft immer über Zahnräder. Das heißt, wenn ich jetzt die Pumpe hier so hinstelle und macht sie die richtige Richtung, dann muss das Ganze über diese Zahnräder angeschlossen werden. So, läuft. Und die andere Pumpe möge dann auch bitte über ein Zahnrad angeschlossen sein. In dem Fall nehmen wir dieses Zahnrad. Das heißt, auch hier mal kurz die Energie an die Pumpe ranleiten. Und damit... Hä? Was ist das denn? So, jetzt haben wir es. Okay, jetzt läuft es. Genau. Haben wir die Möglichkeit auch hier, ich mache es mal kurz aus, später die Lava weiter zu pumpen in unsere Blaze Burner, die dann später die ganzen Sachen mixen werden. Gut, da geht's jetzt weiter. Da machen wir hier jetzt mal ernst. Also an der Stelle wird unser Ketchup entstehen. Das heißt, wir haben einmal hier den Burner, wir haben das Ding hier drauf und der Burner muss natürlich betrieben werden mit Lava. Das heißt, jetzt können wir direkt hier unsere Pumpe anschließen. So, zack, perfekt. Und auch direkt mal zum Laufen bringen, denn die erste Lava ist da. Die Lava wird auch schon direkt in den Burner reingeleitet, hoffentlich. Es dauert ein bisschen. Ah, nee. Kann der noch gar nicht, weil Pumpe ist noch nicht angeschlossen. Jetzt wird die Lava reingeleitet. Ja, Lava geht durch, sollte in den Blaze Burner reingeleitet werden. Ihr seht noch oben empty. Da kommt sie gerade rein. Wunderbar, sobald 1000 Millibuckets drin sind, geht er an. Wunderschön. Die Regel ist ungefähr so. Rein theoretisch reicht ein Kessel pro Burner aus, plus minus. Ich sage mal so zwei Kessel pro Burner, anderthalb Kessel pro Burner sollten ausreichen, um das zu decken. Das heißt, bis der Burner abgelaufen ist, wird wieder was nachproduziert sein. So,
Dann brauchen wir das Basin, in dem wird später gecraftet. Dann brauchen wir, um das Ganze zu machen, ein Mixing-Gerät. Das heißt quasi, wir versuchen das mal schnell selbst zu craften. Mal gucken, ob ich alle Ressourcen dafür da habe. Wir brauchen eine Whisk. Nein, haben nicht alles da. Also müssen wir ganz kurz eben die Sachen holen. So, mit den Dingern. Ach, das geht immer so schnell, wenn man mit diesem Ding unterwegs ist. Ich bin jedes Mal verwundert. Die Fackeln schweben deshalb, weil ich das Ganze hier mit einer Strukturkanone hingesetzt habe. Und dann können tatsächlich Fackeln schweben. Ich bin sicher, dass das einige Leute von euch fragen werden. So, ich habe das Ganze hier noch leider falsch gebaut, wie ich gerade sehe. Um einen Block zu tief gebaut. Das heißt, wir müssen einmal den Blazeburner wegmachen. Wir machen das Ding ein höher, so das Rohr. Das ist ein sehr heißes Rohr. Ist sehr gefährlich von mir, was ich gerade tue. Aber egal. Jetzt höher, damit es direkt hier auf dem Förderband ist. Ich klicke das Ding an, dass bitte die Sachen drin bleiben. Dann können wir nämlich jetzt einen Brass Funnel hier dran machen. Und das Schöne ist, wir können den Brass Funnel dann... Ich mache ihn erstmal kurz auf Output. Wir können in den Brass Funnel einen Filter einlegen. Das heißt, wir können sagen, was alles reingeleitet werden soll. Und was wir reinleiten möchten, ist für Tomaten möchte ich Zucker, Crushed Netherwarzen und Tomaten. Das heißt, das können wir jetzt hier direkt machen. Das heißt, wir können die Sachen hier eingeben. Sogar ziehen wir hier rein. Dann Netherwarzen, Crushed. Da sind sie, Crushed Netherwarzen und Tomatoes. So, die drei Sachen sollen reingeleitet werden. Das steht jetzt in dem Filter drin. Jetzt machen wir den Filter hier auf Go. Aktivieren das ganze Ding. Ab jetzt werden diese Sachen in den Cauldron reingeleitet. Dann ist unser Mixer hier oben direkt bereit. Wunderschön. Und ich bin gerade am Überlegen, ob wir theoretisch schon die Mayonnaise auch direkt daneben mischen können. Weil die Mayonnaise ist ein bisschen anders. Bei der Mayonnaise müssen wir mehr mit Flüssigkeiten arbeiten. Deshalb lassen wir das alles mal kurz so, wie es ist. Nächste Frage ist, wie kriege ich die Energie hier nach oben? Auch hier würde ich wahrscheinlich am sinnvollsten einfach eine Welle nehmen. Das heißt quasi, wir sollten, ja genau, hier das hier nochmal haben. Und können dann wieder eine Gearbox machen. So, zack, perfekt. Der kommt einmal hier raus. Kommt dann auf die Gearbox, so, beziehungsweise die Gearbox muss so eingestellt werden, dass sie nach oben guckt, okay, zack, dann einmal Shaft so nach oben leiten und damit dreht sich der Mixer und der mischt Tomaten und macht Tomatensoße, soll er noch nicht, Mist, das ist ärgerlich, weil, ja gut, Tomatensoße kann tatsächlich gemacht werden, aber Tomatensoße ist kein Ketchup, Tomatensoße ist für was wichtig, kann ich wahrscheinlich essen, ich kann die Tomatensoße bestimmt verwenden, das heißt, ich muss dem Kollegen noch sagen, dass er Ketchup mixen soll. Das bedeutet, ich brauche einen weiteren Itemfilter. Okay, sehr schön. Dann versuche wieder ohne Unfall auf unsere Insel zu kommen. Das ist immer extra, wenn ich so tief runterfalle. Ich kriege jedes Mal Panik. Aber ich glaube, dass die Weite von diesem Ding recht weit ist. Mit dem Hin und Her habe ich mich noch nicht so ganz gewöhnt, wenn ich ehrlich bin. Aber egal, sieht gut aus. So, ein Itemfilter. Die Itemfilter können wir nämlich einrichten und dem System dann später sagen, was es machen soll. Und zwar kann ich dem jetzt sagen, ich möchte gerne, dass du, ich glaube, als Bucket geht das immer, Ketchup-Bucket. Das heißt, das muss ich als Itemfilter einrichten. Das heißt, ich kann es aktuell per Filter machen, später kann ich auch direkt da was reinleiten. Überleg grad. Ja, ich mach's erstmal nur bei Itemfilter. Ich setze den Kollegen hier drauf und ich filter das jetzt. Das heißt, jetzt weiß das Basin, dass nur das, was da drin ist, gemacht werden soll. Okay. Dann, nächster Teil. Jetzt muss auch Wasser hier reingeleitet werden. Und wir müssen später den Output per Röhre rausleiten. Das hier wird später unser Output sein. Jetzt müssen wir noch irgendwie Wasser in das Ganze reinleiten. Das heißt, das würde ich so machen, dass wir uns wieder eine Pumpe bauen. So. Und die Pumpe pumpt dann einfach aus einer unendlichen Wasserquelle das Wasser ab. Easy, glaube ich, hoffe ich. Pumpe so, sieht gut aus. Dann machen wir jetzt hier schnell eine unendliche Wasserquelle auf. Drei Blöcke so. Und einmal ein bisschen drumherum bauen. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das Ganze muss mal eben schnell mit Wasser befüllt werden. Einmal Wasser hier, die unendliche Quelle ist gebildet. Das heißt quasi immer in der Mitte wird jetzt automatisch Wasser rausgeholt. Und ich habe sogar noch ein bisschen Wasser, was ich in meinem Backpack hinterlegen kann. Das ist richtig cool, ich kann in meinem Backpack da einfach Wasser reintun. Sehr nice, sieht man auch richtig von hinten, ne? Quasi das Wasser. Und, eine Sekunde. Mit diesem Zahnrad und diesen Shafts und dem Zahnrad bringe ich jetzt die Pumpe auch zum Arbeiten. Das heißt, jetzt ist hier Wasser drin, die Tomaten sind drin, es fehlt jetzt nur noch Zucker. Und es fehlt die Crushed Netherwarzen. Okay, die gerade nicht gecrushed werden können, weil ich den Crusher deaktiviert habe, um neue Netherwarzen anzupflanzen. Der Zucker ist auch noch nicht angekommen, weil noch nicht genug Zuckerrohr. Ach nee, Quatsch, die ganzen Items kommen ja gar nicht an. Ja genau, wir könnten theoretisch jetzt mal die aktivieren, indem wir hier mal dieses Ding wegmachen. Ab jetzt kommt auch Zuckerrohr und die ganzen anderen Sachen an. Das heißt, ab jetzt kommen eigentlich alle Sachen an. Also ab jetzt läuft dieses Förderband.
Da kommen auch die Patties an, da kommen die noch unfertigen Fries an. Die Pommes, die brauchen wir später. Die müssen so oder so nochmal frittiert werden, damit sie später auf den Burger kommen, weil wir deployed Fries. Ah, das ist schön, Leute. Ich sage, das wird so super nice. Aber ich glaube, dass die Ketchup-Produktion basically jetzt steht. Also möchte ich jetzt eigentlich nur noch sehen, dass es kurz funktioniert. Deshalb warte ich mal eben auch, bis die nächsten Netherwarzen hier quasi angekommen sind. Und dann bringen wir das Ding mal kurz zum Laufen und schauen, ob was dabei herauskommt. So, Tomaten kommen an, Tomaten kommen an, Tomaten kommen an. Tomaten brauchen auch relativ viele. Und da kommt Zuckerrohr. Das heißt, der sollte gleich zu Zucker verarbeitet werden. Schauen wir mal. Oh, Zuckerrohr ist angekommen. Fällt nach da unten. Da sind die Netherwarzen. Wir können es theoretisch sogar jetzt testen. So, wir hören gerade, dass das Zuckerrohr zu Zucker gemacht wird. Zucker geht in das System rein. Wunderschön. Und ich habe kein kleines Zahnrad. Gibt's das denn? Tatsache. Mist. Ich habe auch kein Holz da. So, die Zahnräder sind da. Das heißt, wir stecken jetzt die einmal hier hin. Jetzt läuft das Ding. Das heißt, hier werden jetzt quasi Crush Netherwarzen gemacht. Und das theoretisch, ja, das Ding läuft. Wir haben unseren ersten Ketchup hergestellt. Ja, herrlich, Leute. 500 Millibuckets. Das reicht fast für einen ganzen Bucket. Ich lasse das Ding nochmal ein bisschen laufen. Ich lasse nochmal ein bisschen mehr was laufen. Das heißt, wir brauchen noch mehr gecrushed Netherwarzen. Und dann haben wir unseren ersten Ketchup hergestellt. So, jetzt guck mal, wie viel brauchen wir denn beim Burger? Ich weiß nicht, wie viel ein Burger insgesamt braucht. Hier steht leider nicht exakt, wie viel. Wahrscheinlich brauchen wir ein Bucket dafür. 250 Millibuckets, 250 Millibuckets. Wir werden wahrscheinlich viel mehr Crushed Netherwarzen brauchen. Ich glaube, das ist wirklich gerade das Bottleneck. Zucker sieht gut aus. Tomaten sehen gut aus. Aktuell fehlt es tatsächlich an Netherwarzen. Das heißt, wir müssen diese Farm nochmal drastisch vergrößern. Ja gut, naja, kümmern wir uns darum. So, ich setze mich als nächstes mal an das Sojaöl. Das heißt, auch hier wollen wir wieder einen Blazeburner integrieren. Den Blazeburner integriere ich einmal hier an dieser Stelle. Sehr schön. Und dann einmal ein Basin oben drauf. Das Basin wird dann von hier mit Wasser versorgt. Das funktioniert. Da wird jetzt wahrscheinlich gleich Salz gemischt. Deshalb muss ich von vornherein aufpassen. Wir brauchen auch noch einen Mixer. Und es muss dann hier reingeleitet werden. Das heißt hier, ich disable den Output. Ich möchte ja gerne haben Sojamilch. Und Sojamilch benötigt einfach eine Wasserbohnen und Soja. Das heißt, auch hier müssen wir filtern. Nehmen wir einmal den Kollegen dafür und Sojabohnen. Haben wir gerade Sojabohnen irgendwo? Wahrscheinlich liegen die alle hier. Ich gehe mal kurz hier ran. Ja, perfekt. Hier liegen die Sojabohnen auch schon. Und Tomaten und was auch alles, weil es gerade wirklich das nicht mehr funktioniert. Legen wir da dran und Sojabohnen, perfekt. Direkt werden aufgesaugt. Kommen mit rein. Wasser. Achso, muss noch als Input markiert werden. So, sehr schön. Dann wird hier gleich die Sojamilch hergestellt. Also hier mache ich auch schon mal sicherheitshalber einen Output dran. Das hier wird dann später Output für Sojamilch. Sehr nice. Ich meine, das kann man so nochmal designen. Dann sieht man ein bisschen, dass das hier alles mit Wasser versorgt wird. Brauchen wir aber nicht. Genau, wir brauchen noch ein paar Mixer, weil wir später noch andere Sachen müssen. Aus der Sojamilch müssen wir nämlich auch noch Frittierfett herstellen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wichtig und richtig. Mal gucken, Frying Oil, das ist hier genau. Dafür brauchen wir Wasser und das Zeug. Okay, gut. Und wir müssen natürlich auch später nochmal ein bisschen was frittieren. Alles klar. Machen wir kurz und dann geht's weiter. Ein paar kleine Optimierungen am Rande. Was wir jetzt mal machen können, ist, dass wir den Ketchup hoffentlich rausholen können. Nee, geht gar nicht. Wir haben noch nicht genug. Wir haben immer noch nicht genug Stuff, um Ketchup herzustellen. Warum? Weil ich die Sachen hier reingelegt habe. 20 Netherwarzen. Ich behalte mir mal ganz kurz 5 im Inventar. Und den Rest, den häcksel ich mal ganz kurz, dass wir genug Ketchup herstellen können. Damit wir einmal Ketchup abzapfen können. Das möchte ich nämlich. Ich möchte gerne einmal gerne Ketchup da rausholen. Aus dem System. Den Rest lassen wir kurz wieder ansparen. So, sieht gut aus. Jetzt haben wir genug Ketchup. Oder jetzt kriege ich doch auch wohl mein Ketchup hier raus, oder? Ja, wunderbar. Da kann ich mir den Ketchup direkt hier als Item festlegen, als Key-Item festlegen. Das war so ein bisschen mein Plan. Und ich kann mir eine kleine Ketchup-Quelle aufbauen, die ich vielleicht irgendwie hier in die Ecke baue, weil ich weird bin. Ketchup. Ketchup. Wir können Ketchup baden, Leute. So, und das Ding ist nämlich, habe ich dann ein bisschen Platz für den Itemfilter hier. Den wollen wir nicht verschwenden. So, das gleiche gilt jetzt hierfür. Ich kann jetzt hier Sojamilch machen. Sollte funktionieren. Genau, ihr seht, da wird Sojamilch hergestellt. Sieht gut aus. 500 Millibuckets. 750 Millibuckets. Und ein Bucket. Zack, kann ich nehmen und kann auch direkt dann einmal... hat er nicht genommen? Warum nimmt er den nicht? Warum nimmt er die Sojamilch nicht? Er nimmt die Sojamilch mit raus. Kann ich die nicht rausnehmen, die Sojamilch? Manchmal gibt es Dinge, die man nicht rausziehen kann. Ich bin gerade sehr verwundert, dass ich Sojamilch nicht rausziehen kann. In dem Fall würde ich dann jetzt doch den Filter tatsächlich nutzen. In dem Fall kann ich nämlich jetzt sagen, Soy, Milch, nee, gibt es tatsächlich nicht. Sojamilch, Bucket. Ich glaube, das ist was anderes. Na, egal. Ich gucke mal, ob es funktioniert. Weil er soll ja natürlich nicht irgendwas anderes herstellen. Ihr seht, er hat Salz hergestellt. Ja,
Das passiert nämlich. Oder Tofu. Er hat jetzt angefangen, Tofu und Salz herzustellen. Das soll er nicht machen. Also er soll bitte nur Sojamilch herstellen. Deshalb habe ich ihm jetzt den Filter hier gegeben. Gut. Ja, damit haben wir die wichtigsten Sachen automatisiert. Und es geht weiter. So, jetzt habe ich hier wieder einen Millstone hingestellt, der Sojabohnen akzeptiert. Das heißt, immer wenn das Ding voll ist, akzeptiert der die Sojabohnen, crasht die Sojabohnen. So, dann werden die zu, das müssen wir auch wieder disablen hier, werden hier zu crushed Sojabohnen gemacht. Das Ganze wird dann über dieses Förderband weitergegeben. Das Ganze können wir mit zwei Andesit-Funnels, die müssten wir auch herstellen können. Das heißt, ich gebe schnell eine Andesit-Funnel, genau, da, zack, können wir auch rein und rausleiten einfach. So, zack, da raus, da rein. Werden jetzt hier reingeleitet, das sieht gut aus, weil ich jetzt gerne Frittierfett machen möchte. Dazu brauchen wir zusätzlich noch Wasser. Das Prozedere mit dem Wasser kennen wir schon. Ich überlege gerade, ob wir das irgendwie auch nochmal anders machen müssen. Und wir müssen natürlich Lava nochmal anliefern. Das Problem auch hier ist, dass wahrscheinlich die Pumpen nicht ausreichen werden. Mal ganz kurz gucken. Genau, doch, hier kommt noch Lava an. Die Frage ist, schafft es die Lava noch da hoch? Ja, sie schafft es tatsächlich noch da hoch. Das heißt, wir können auch diesen Blazeburner hier betreiben. Sehr, sehr cool. Und jetzt müssen wir noch irgendwie eine Wasserpumpe wieder einbauen. Das heißt, exakt the same procedure. Zack, zack, jetzt hier machen wir erstmal ein bisschen weiter. Same procedure hier. Und zwar so. Und vielleicht lerne ich diesmal aus meinen Fehlern, die ich gemacht habe, und baue die Pumpe jetzt so nach unten, weil ich das müsste gehen. Ah, das Problem ist, das connectet sich hier. Das soll sich nicht connecten. Ja gut, dann mache ich es tatsächlich so. Und wir müssen auch hier diese Pumpe wieder anschließen. Aber ich glaube, hier können wir genau das Gleiche machen. Ich habe wieder einen Mixer. Den Mixer packen wir hier oben drauf. Ich muss dem später auch sagen, was hier hergestellt werden soll, damit er nicht wieder irgendwelchen Kladderadatsch macht. Das können wir wieder mit den Filtern machen, also nämlich einen Filter. Ich sage dem Filter, ich hätte gerne hergestellt Frying Oil und dafür brauche ich letzten Endes, mal gucken, ob es geht, so zack und nee, geht nicht. Frying Oil, genau, da perfekt, so, das soll hergestellt werden, das habe ich in den Filter reingeschrieben, sag dem Kollegen das. Dann brauchen wir wieder hier eine unendliche Wasserquelle. Die kann ich bauen aus Stein. Wir sind wirklich baumaterialtechnisch, sind wir gerade echt unterausgestattet. Das tut mir sehr, sehr leid. Das ärgert mich total. Einen Moment. Okay, meine Damen und Herren. Also, jetzt nehmen wir einmal hier Wasser raus. Setzen das Wasser einmal hier hin. Und wir nehmen einmal hier Wasser raus. Und setzen das Wasser hier hin. Haben hier unsere unendliche Quelle. Und jetzt mal so, wie schließe ich das alles an? Ich habe mir schon eine Idee in den Kopf gesetzt, wie ich das alles anschließe. Und zwar so, so. Und dann leiten wir die Energie einfach hier oben weiter. Wunderbar. Zack, bam, geschafft. Wasser kommt hier rein mit Hitze und wir erstellen Frying Oil. Das heißt, hier an dieser Stelle kommt nun Frying Oil raus. Das Frying Oil muss jetzt gesplittet werden. Das heißt, wir wollen das Frying Oil später in zwei Richtungen pumpen. Hier werden noch relativ viele Pumpen später dran gemacht werden müssen, die dann auch nochmal irgendwie miteinander verkabelt werden müssen. Meine Grafikkarte freut sich übelst darüber, dass wir so viele bewegte Teile hier haben. Das sieht großartig aus, aber wir haben jetzt schon mal die Grundressourcen fertig. Das heißt, wir nähern uns gerade, wie ihr seht, auch damit Mayonnaise an. Bei Mayonnaise brauchen wir Frying Oil, wir haben Sojamilch, check, check. Wir brauchen noch Salz. Und das ist die letzte Zutat, die wir noch herstellen müssen. Salz können wir tatsächlich aus dem Nichts generieren. Dazu würde ich eventuell noch hier irgendwo eine, und ihr merkt an der Tatsache, dass ich gerade die Worte so lange ziehe, entsprechend, dass ich nachdenke, wie man das realisieren könnte. Ich habe gerade einen Weg gefunden, wie ich das realisieren könnte. Ich könnte zum Beispiel hier einen Blazeburner hintun. Ja, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Das ist eine feine Idee, das so zu machen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, das so zu machen. Wir machen, nein, das ist... Doch, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Nur wir müssen ein ganz kleines bisschen umdenken. Oh mein Gott, Leute, wir müssen jetzt... Ich hab gerade schon wieder zwei Schritte weitergedacht. Deshalb habe ich gleich einen kleinen Moment gedacht. Ich dachte gerade, Moment, so funktioniert das nicht, weil ich wollte jetzt Wasser hier reinleiten. Ich wollte das Wasser eigentlich direkt hier reinleiten, aber ich möchte ja auch, dass dieser Output hier ist, weil schön ist, wie ihr seht, der hier kann diesen Output haben. Das ist so cool. Das können die einfach. Die können einen Output haben. Und das ist ganz einfach. Wir machen Folgendes. So. Wir machen das Rohr hier herum, das sich so mit Wasser befüllt, weil dann kann auf das Fließband zurück was geleitet werden. Versteht ihr, wie genial? Und jetzt müssen wir nur noch hier oben einmal den hier machen. Wir brauchen ein weiteres nicht vorhandenes Mixing-Device. Aber Minecraft-Gamer, das war ein sehr schlechtes Zuschauer-Teil. Ja, warum machst du immer das genau in dem Moment, wo ich eine Aufnahme gehe? Frechheit. Vielen Dank nochmal für die 42 Bits. So, und...
Der nächste Mixer ist bereit, steht bereit, muss nur noch angeschlossen werden. So, kommt hier dran. Sehr gut. Dann können wir das Ganze jetzt nochmal mit der Lava hier verbinden. Das heißt, wir nehmen den Kollegen hier weg und damit leiten wir Lava... das war natürlich super schlau jetzt von mir. Oh mein Gott, war das schlau. Egal, wir leiten Lava hier rein und damit sollte der Blaze Burner angehen. Wunderbar. Mit der Lava und dem Mixing Device sollte jetzt hier Salz hergestellt werden. Das hat funktioniert. Das Salz nehme ich mal ganz kurz, lege es hier als Filter ein. Und damit haben wir nun alles fertig, um die letzte... Production zu bauen, die Mayonnaise herstellt. Die kommt am Ende dieses Förderbands dran. Da möchte ich, also quasi dieses lange Förderband, hier ist mein Production-Förderband, wie ihr seht, alle Maschinen sind auf der linken Seite. Es ist so unfassbar gut vom Aufbau, während hier alle Items entlang gehen, die später für die Fabrik relevant sind. So, und jetzt kommen wir zum letzten Kollegen, der dann tatsächlich Mayonnaise assemblen soll. Und zwar aus Frying Oil Ding und Salz. Das können wir alles hereinleiten. Mal kurz gucken. Und diesmal muss noch nicht mal geheizt werden. Das heißt, das alles funktioniert einfach so. Das finde ich einfach nur gut. Das heißt, wir machen den Kollegen, bauen uns ein Mixing-Device mit dem letzten Whisk, den ich habe. Setz den Kollegen hier dran. Wunderbar. Mixing-Device hier oben hin. Super. Super, ja super. Dann nehmen wir das Salz ganz kurz runter. Salz wird natürlich im Akkord hergestellt. Vielleicht sollte ich im System sagen, dass es wesentlich langsamer Salz herstellen soll. Andererseits... ist die ganze Produktion eh versalzen. Rein theoretisch. Ein Moment. Ja, ich dachte gerade, ob man das eventuell nochmal optimiert irgendwie. Aber andererseits brauchen wir auch relativ viel Salz, damit das funktioniert. Also 3 Salz braucht das Ding, ja. Deshalb, ich lasse es tatsächlich. Ich blase es dabei. So, das heißt, alles ist fein. Das Salz wird die ganze Zeit hergestellt. Ich hatte überlegt, ob ich das Salz stocke, nämlich quasi ein zweites Förderband hinbaue. Aber schub mich hier nicht runter. So, wir nehmen mal ganz kurz den Kollegen hier dran. Ne, quasi hier dran. So, und sagen Salz und das Ganze auf Input. Damit wird Salz jetzt reingeleitet. Und auch hier werden wir später wieder sagen müssen, wahrscheinlich mittels eines Filters, genau, dass hier Mayo hergestellt werden soll. Ich habe mir kurz Filter eingerichtet, eingegeben, Mayonnaise, ein Instrument, stopp, ist nicht eingerichtet, doch, Mayonnaise, zack, ist eingerichtet, als Instrument, funktionierend, weil ich die Mayonnaise wahrscheinlich wieder mit dem Eimer rausnehmen werde, deshalb behalte ich mir das Dings hier mal offen. So, und jetzt müssen wir noch die Sachen mischen, das heißt, jetzt ist es natürlich schwierig, weil wir von mehreren Seiten da Sachen reinleiten müssen. Okay, also ich möchte ja später gerne einen Output haben und ich möchte gerne mehrere Inputs haben. Hier ist, glaube ich, unser Frying Oil, ne? Ja, Frying Oil kommt hier raus. Das heißt quasi, das soll einmal hier reingeleitet werden. Dann würde ich sagen, ist das tatsächlich jetzt der Output von der Mayo. Und dann muss noch von unten was reingeleitet werden. Das heißt quasi, das ist dann die letzte Sache und zwar unsere Sojamilch. Das heißt auch das müssen wir ganz kurz miteinander verketten. Jetzt kann ich mal kurz gucken, dass wir ein bisschen intelligent hier dran gehen. Wir können zum Beispiel hier das hier mal wegmachen und können dann das Rohr hier entlang legen. Und da ist unsere Sojamilch. Das heißt, das Rohr einmal hier runter bitte. Und hier connecten. Sehr schön. Jetzt bauen wir noch die ganzen Pumpen, die das Ganze dann alles in Fahrt bringen. Ich blockiere das Rohr einmal hier. Das Rohr hier blockiere ich hier. Und das Rohr da vorne blockiere ich erstmal noch nicht. Jetzt kommen die Pumpen. Das heißt, Fluid Pipes plus das ergeben 3 Pumpen, die wir hier reinsetzen. Also Pumpe Nummer 1, Uno. Dann Pumpe Nummer 2 und Pumpe Nummer 3. Pumpe Nummer 2 kommt hier dran. Pumpe Nummer 3 kommt hier dran. Sehr schön. Die Pumpen brauchen jetzt noch Saft. Auch das machen wir wieder mit Zahnrädern. Das heißt, wir verbinden einfach das alles schön, brav und ordentlich miteinander. Sieht gut aus. Und jetzt müssen wir noch irgendwie die Energie in das Ganze reinleiten. Machen wir das über hier. So, Pumpen laufen. Das heißt, die Pumpen laufen, die Pumpen laufen, die Pumpen laufen. Und Sojamilch wird reingeleitet, Fritüre wird reingeleitet, Salz wird reingeleitet. Und wir haben Mayonnaise. 500 Millibuckets, 750 Millibuckets und der erste Bucket ist fertig. Wir haben ein Bucket Mayonnaise und das lassen wir gleich ins Rezeptchen machen und damit haben wir es geschafft, Leute. Holy moly, holy kabowski kamoli, ist es cool. Wir haben einfach Mayo und Ketchup. Wir haben Mayo und Ketchup hergestellt, Leute. Das ist es. Die Produktion läuft. Oh, ist das cool. Ich weiß sofort, was ich jetzt tun werde. Ich werde das direkt mal hier ausprobieren, ob das hier funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert. Schauen wir mal ganz kurz. Kriege ich das? Kann ich das einfach in den Spout reinsetzen? Nein, ich kann es natürlich nicht in den Spout reinsetzen. Mann!
Ich muss wahrscheinlich erst so ein Abflussdings bauen und alles. Aber ist nicht schlimm. Ich nehme meine Pommes mal mit. Ich nehme mal einmal Pommes mit. So, zack. Und wir gehen mal ganz kurz zum Skyblock Home. Ich glaube, hier war nämlich so eine Maschine, die das kann. Ja, hier ist nämlich eine Maschine, die das kann. So, pass auf. Hier kann ich nämlich die Mayo hier reingießen. Perfekt. Die ist dann hier oben nämlich drin. Und Pommes Mayo. Und oh, hier ist immer noch gerade. Ist hier viel drin. Okay. Super. Das heißt, oh Gott. Wir haben ein Ketchup-Problem. Wir haben ein Ketchup-Problem. Oh nein. Warte mal. Nicht gut. Gar nicht gut. Ein bisschen zu viel Ketchup. Upsa. Mir ist ein bisschen Ketchup aufgelaufen. Mir ist ein bisschen zu viel des Ketchups hier ausgelaufen. Okay. Ich wollte eigentlich das hier machen. Und zwar Pommes, Mayo, Ketchup. Ich glaub's ja wohl. Wir haben einfach Pommes, Mayo, Ketchup. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.